Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replay Cast 710. Dieses Mal mit ZVP, das nächste BO3 des Turniers aus der Gruppenphase. Wir haben hier den Zerg in Pink, das ist Scarlet. Und die spielt gegen den Protoss in Blau. Zwar unter einem Barcode-Account, aber das hier ist Pack. Map Nummer 1 der beiden ist Catalyst. Pack beginnt hier mit der Gateway Expansion. Alles ganz normal für dieses Matchup. Bei Scarlet kommt tatsächlich Pool First, bis es Gaspool und danach erst die Hatch. Er ist natürlich relativ späte Hatch hier im Vergleich. Und somit ein bisschen sicheres Opening, also mehr auf Sicherheit gesetzt hier von Scarlet. Aber im direkten Vergleich von den beiden ist Scarlet definitiv die Favoritin. Er hatte die Favoritenrolle. Pack, ich würde ihn als eher Mid-Tier-Amerikaner einschätzen. Nicht ganz oben an der Spitze ist er, sondern er hat da schon ein paar Leute über sich. Und eben viele davon sind in diesem Turnier. Es wird für ihn kein einfaches Turnier werden. Aber mal sehen, ob er hier vielleicht ein paar Überraschungen auspacken kann. Scarlet hier mit den ersten paar Linien und eine Queen. Und eben das Speed-Upgrade. Hedge wird dann auch in Kürze fertig. Protoss Nexus folgt auch ziemlich bald. Und es kommt eben deshalb ein Cybernetics Core in der Wall an der Natural, damit die mal dicht ist. So nach und nach ist immer noch eine große Lücke vorhanden, aber zwei Linge können da momentan nicht so viel anrichten. Und wenn der erste Adept draußen ist, sollten die Linge überhaupt nichts tun können. Ja, Linge trauen sich auch gar nicht erst rein. Erholer zieht natürlich die Wall. Und Linge scouten einfach nach einer dritten Basis. Die ist noch nicht gesetzt hier. Heißt aktuell noch kein Stress von Scarlet. Versucht hier nochmal reinzukommen in die Netzwelle und tatsächlich der Adept ignoriert das Moment und somit sind die Linge erstmal drin. Aber es sind eben nur zwei Linge und dagegen können auch Probes kämpfen. Wenn man die Probes halbwegs vernünftig micro, sollte man an diesen zwei Lingen überhaupt nichts verlieren. Da wurden auch kurz die Probes gezogen, Linge damit ein bisschen angebritzelt und die versuchen jetzt hier natürlich ein bisschen Zeit zu schinden. Natürlich, das hält den Adept hier auf. Das macht natürlich Pack hier ein bisschen Sorgen. Er muss sich zuerst um die Linge kümmern. Und somit aktuell Scarlet kauft einfach damit Zeit, dass sie selber keine Harassment hier erleiden muss von den Adepts. Und die Länge hier haben mal ein bisschen die Mainbase im Blick behalten. Falls doch noch ein Tag kommt, dass man den auch direkt sieht. Aber aktuell noch kein Tag unterwegs. Stattdessen gibt es Triple Sentry sogar. Eine Sentry schon da. Zwei wird noch mit dazugebaut. Eine ziemlich verstärkte Wall hier tatsächlich auch von Pack. Ich setze hier ein weiteres Gateway und einen Pylon mit rein. Also hier wirklich fette Blockade, falls Banninge kommen sollten. Das sieht relativ safe aus dagegen. Hingegen nimmt Scarlet einfach die dritte Basis, droned und queent einfach hier weiter. Das zweite Economy und da kommt der Roach Warren als Tech-Entscheidung. Wird direkt hier gebaut. Leertech kommt noch keiner. Stattdessen wird erst zusätzliches Gas hier genommen. Hier ist noch ein paar Linge unterwegs. Aber der Adept hier shadet einmal zur Seite. Auch die Linge können hier nicht wirklich was tun gegen vier Sentries. Die vier Sentries werden jetzt in Bewegung gesetzt, um einen dritten Nexus in Besitz zu nehmen. Und die Linge werden hier wenig tun können. Die Sentries bewachen hier die Probe und somit wird der Nexus hier definitiv gebaut werden, zumindest angefangen werden. Aber eben Scarlet hat den Roach schon unterwegs, baut schon die ersten paar Linge, hat einiges an Drones inzwischen auch schon gesammelt. 43 wird der Drone Count jetzt hier. Und somit mal sehen, wann der Roach-Knopf hier gedrückt wird, ob Scarlet direkt Pressure machen will auf die dritte Basis von Protoss. Aber es kommt hier erstmal der Leertag. Somit erstmal das, die Gefahr abgewehrt. Und der Adept hier wird momentan von der Queen defended. Linge kommen auch mit dazu mit Speed-Upgrade inzwischen. Der Adept hier hat den Shade am Laufen. Wird er sich reinporten? Ja, portet sich einmal in die Natural. Wird eigentlich sofort geklärt. Hat eigentlich noch hier den Roach Warren natürlich gesehen. Somit weiß immerhin Pack darüber Bescheid. Aber Scarlet macht hier entsprechend eine Transition weiter. Evolution Chamber, Leer Tag, das heißt Roach Speed wird danach dazukommen. Und Protoss reagiert mit der Robotics Facility. Natürlich Immortals als Konter gegen die ganzen Roaches. Ansonsten sehr ruhiges Spiel. Wir haben jetzt hier den Move-Out von Sentries und Zealots, aber das ist jetzt nicht die gefährlichste Armee ever, muss man sagen. Da kommt ein Forcefield im Versuch, die Drones einzusparen, aber das war nicht on point. Das hätte ein kleines Rascher nach links gehört. Trotzdem, die dritte Edge wird jetzt hier hart angegangen, aber es sind einige Queens dabei. Es kommen jetzt Ravager schon mit dazu und da kommt auch direkt der Recall. Ja, es bleibt dabei kein hartes Commitment hier von den beiden. Einzig zwei Adepts stehen ja noch als Harassment-Truppe unterwegs. Und somit immer noch relativ ruhiges Spiel von den beiden. Der Move-Out von den Sentries war jetzt zwar ganz nett, aber hat ultimativ nicht wirklich Großes bewirkt. Hat dafür gesorgt, dass Scarlet ein paar Einheiten gebaut hat, aber so schlimm war es auch nicht, denn der Work-Account von Scarlet ist bereits auf 52. Hier nochmal, vielleicht kann man die Probe kriegen. Ah, nein,
Doch, ja, die nächste Probe, die gerade im Hinlaufen ist, die wird nochmal gesniped. Immerhin eine Probe bekommen, die Dinge kommen hier easy weg, dritte Basis steht für den Protoss. Und jetzt sind die Adepts natürlich reingeschaltet an der dritten Basis, aber wurden ja auch schnell gezogen, die Drones. Die Queens versuchen jetzt hier zu defenden gegen die Adepts, blocken sie ein bisschen gegenseitig. Adepts canceln ihren Shade, gehen nochmal hier auf die Drones an der dritten, das heißt, da wird doch noch ein bisschen Revenge hier stattfinden. Jetzt die Adepts machen doch guten Damage mit 6, 7 Drones, schön durchgeschiftet, durchgefokust hier die Drones und insgesamt 8 Drones sterben hier. Herz Scarlet die Drones zu früh wieder ans Minen geschickt, nicht wirklich bedacht, dass der Shade auch gecancelt werden kann. Und somit, die Queens haben sich gegenseitig geblockt. Nicht die beste Defense hier für Scarlet, aber hat fleißig weitergedroned, ist gleich auf über 70 Drones. Und auch Hydra dann kam mit dazu, es kommt das Hydra Upgrade und plus 1 Attack. Roach Speed wurde tatsächlich komplett geskippt hier. Es geht stattdessen weiter auf Ling Hydra und auch in den Lurker denn. Lurker natürlich als Antwort auf eine Sentry Army ist ziemlich krass und man braucht dann als Protoss entsprechend den Konter. Auf die Lurker am besten Kolosse oder Air Units sind auch ziemlich geil. Aber die Frage ist, ob Puck überhaupt so weit geht. Aktuell macht er wieder einen Push auf die dritte Basis. Steht hier auch schon mittendrin, aber ist gefährlich. Er steht hier sehr, sehr tief on Creep. Das heißt, seine gesamte Armee wird von Scarlet überwacht. Da kommt jetzt hier das Sorpus mit dazu. Weitere Stalker werden reingehaupt. Link ist noch lange nicht fertig. Die Zerg-Army hier. Ein paar Ravager, ein paar Roaches, ein paar Hydras, ein paar Linge. Ein sehr bunter Mischmasch an alles mögliche an Zerg-Einheiten. Und tatsächlich, Puck, er traut sich nicht hier zu committen. Zieht sich erstmal wieder zurück. Aber hat eben Scarlet ein bisschen unter Stress gesetzt. Natürlich als Protoss hofft man, dass der Zerg dadurch ein bisschen mehr Einheiten baut, aber Scarlet ist bereits bei 69 Drones. Heißt, so viel zusätzliches Dronen ist gar nicht mal mehr erforderlich. Es kommt plus zur Attack, es wurde jetzt hier Roach Speed auch noch nachgezogen als Upgrade und eben der Lurker denn wird nach und nach fertig, hat natürlich eine Mega-Bauzeit von 86 Sekunden. Heißt, es dauert ewig, bis das Gebäude fertig ist und danach muss man noch die Lurker morphen. Beim Protoss kommt entsprechend der Wechsel auf Robotics Bay und zweite Robo, natürlich Kolosse oder Disruptor. Bin gespannt, was Puck hier macht. Ich denke Kolosse. Er könnte Disruptor bauen, aber Disruptor ist momentan nicht die Killer-Einheit. Und jetzt geht es ein weiteres Mal hier on-Creep. Diesmal ist noch Observer mit dabei. Heißt, jetzt wird der Creep auch gekehrt. Trotzdem, Scarlet weiß, wo sich die Army aktuell befindet. Und wird hier vermutlich ein Battle um die vierte Basis werden. Die vierte Basis wurde gerade fertig gehalten. Versucht jetzt hier mit dem Surround. Schickt ein paar Einheiten hier außen herum um die Protoss-Basis, um die Protoss-Army. Und dann soll engaged werden von zwei verschiedenen Fronten. Frosted wirkt mal kurz die Corrosive Bild. Und jetzt geht's hier drauf. Da kommt der Zerg Surround von allen Seiten. Frosted werden gesetzt, aber die Roaches sind schon nah. Die Setzung da kommt stattdessen einfach der Recall. Und die Protoss Army leidet ein bisschen, aber entkommt hier. Die DPS noch nicht so krass, dass hier die Protoss Army komplett aufgerieben wird. Vierte Basis auch jetzt hier für Puck angefangen. Erster Koloss im Bau. Army wurde in die Mainbase teleportiert. Da war am meisten Energie vorhanden. Generell Energie sehr, sehr viel verfügbar hier für Puck. Da wären noch einige Chrono Boosts sind, gerade auf die Kolosse, wenn jetzt die Chrono Boosts natürlich wichtig. Da ist auch einer drauf hier auf der Robo und auch hier somit, dass die Kolosse schneller rauskommen. Die Kolosse werden eine Notwendigkeit hier für den nächsten Fight. Es kommen Lurker mit dazu und eine massive Sorge marschiert hier an. Scarlet auf 73 Downs, vierte Basis ist hier gesetzt und da sind jetzt hier Adepts mit einem weiteren, mit dem Warpwissen unterwegs in die vierte Basis für Resman. Währenddessen hier Linge gehen auf die vierte von Protoss und die Hauptarmy hält die Protoss Army hier davon weg. Heißt, die Basis muss gecancelt werden, wird sie auch. Währenddessen hier die Adepts gehen rein in die vierte Basis, können ein paar Drones bleiben, das ist nur eine Queen. Währenddessen haben wir jetzt hier das Hauptengagement, Block ist in den Boden. Erster Koloss kommt mit dazu, Koloss Range ist nicht mit am Start. Heißt, die Kolosse noch nicht der beste Konter und somit wird die Protoss Basis hier gerade ein bisschen belagert. Da soll ein neuer Nexus kommen, ab das ist ein bisschen argmutig, der Ops wird gesniped. Die Adepts inzwischen haben sich weiter geschädigt in die dritte, aber Auto-Attack auf die Queens, heißt keine weiteren Drones werden hier gesniped. Und hier gehen nach und nach die Gateways down. Darkschwein wird gebaut, es kommen ein paar Ops mit dazu, es sind zwei Kolosse mit dabei, aber zwei Kolosse ohne Range ist jetzt nicht die Killerwaffe gegen so viele Lurken hier im Boden. Und Scarlet, ja, schiebt ihre Lurker nach und nach vorne, belagert hier weiter und weiter, das Gestachle geht durch und durch. Link ist ein Obmann der neuen Basis und jetzt gibt es hier das Engagement, die Protoss Army pusht nach vorne, er kommt vor Speed, aber trotzdem, die Lurker stacheln hier richtig, richtig fett. Durch den kann der Protoss Army, man sieht, das löst sich hier gerade alles auf, die Stalken und die Fighten nicht in den Lurkern, die leben noch ein bisschen besser. Jetzt hier gehen die Kolosse down und da kommt einfach direkt das GG und Scarlet macht hier somit das 1:0 und wir gehen direkt in Map Nummer 2. Heute geht's auf Odyssey. Wir haben hier ein weiteres Mal Gateway Expansion von Puck und von Scarlet. Dieses Mal wieder Pool First, danach das Gas und eine Proxy Edge. Jetzt wird die Sache ein bisschen interessanter. Scarlet hier mit der Hedge an der dritten. Protoss wird das aber auch direkt scouten. Die Probe ist hier einmal am Durchchecken und sieht sofort diese Basis und da sind bereits die ersten Linge unterwegs. Pool ist natürlich schon da. Und somit haben wir hier ja, zweites Gas mit dazu tatsächlich hier für Scarlet.
Wird ganz interessant jetzt hier. Mit der Zusatz-Hedge natürlich hat man als Circle Reinforcement-Punkt, der nah dran ist. Probes werden gezogen, um die Hedge zu canceln, aber Linge sind eben bereits dran. Salad ist noch nicht da und die Linge gehen jetzt hier auf den ersten Pylon hier. Aber es sind Doppelpylon hier vorhanden, somit das Gateway wird hier nicht unpowered werden. Erste Salad kommt wieder dazu. Die Probes-Angs werden bereits zeigesnappt und eben in dieser Zeit hat Puck nicht so viel Mining, weil er seine Probes ziehen musste. Denn Mainbase ist nicht so voll ausgelastet. Weitere Linge kommen wieder dazu. Erste Stalker wird hier gebaut, gerade umentschieden. Puck war für einen Moment am überlegen, ob er hier einen Adapt bauen soll, aber hat jetzt hier für den Stalker entschieden. Und da kommt eben der Roachborn, das heißt, es werden hier Ravager kommen für Scarlet aus dieser Proxy-Hedge. Und mal sehen, wie viel Erfolg sie damit hat. Da wird jetzt hier eine Belagerung stattfinden. Die Linge werden hier angegangen von den Probes, von den Zealots. Und jetzt werden hier auch mal die ersten Linge sterben. Vier Probes sind bereits gefallen. Und somit, die Linge sind noch unterwegs, können hier ein bisschen resten, können ein bisschen dafür sorgen, dass der Protoss weniger Mining hat. Aber ultimativ mit dem Stalker hier werden die Linge nicht ewig hier bleiben können. Waren jetzt ja auch nachgeklärt. Sechs Probes immerhin sind gestorben für die ganzen Linge. Aber Linge werden jetzt hier vom Stalker nach und nach geklärt. Aber die ersten Roaches sind hier unterwegs, zusammen mit einer Queen an der dritten Hedge. An der dritten Hedge, an der Hedge, an der dritten vom Protoss. Die Richtung. Linge wurden komplett geklärt. Stalker und Salad sind unterwegs. Weitere Einheiten kommen hier mit dazu. Weitere Stalker, weitere Salad aus dem Doppelgateway, das Pack hier momentan am Start hat. Da kommt erst die Ravager, aber da ist die Protoss-Army bereits. Das heißt, das läuft der Scarlet überhaupt nicht so gut. Der Ravager wird fertig werden, der wird nicht gefokust. Das heißt, der kommt nochmal raus. Somit erst der Ravager ist da und jetzt muss eben Cross of Vice ausgewichen werden. Weitere Roaches kommen dazu, Queen fightet. Und Protoss hier muss natürlich engagen, möglichst sinnvoll, um hier seine Natural Safe zu halten. Da wird auch weiter gewollt einfach mit Schildbatterie und Pylon. Macht sie die komplette Basis dicht. Da kommt nochmal ein Stalker. Es ist gerade supply-blocked hier. Und Pack, ja, jetzt geht's drauf. Aber drei Ravage sind jetzt hier mit dabei. Erster Salad wird gesniped. Und somit das Zerg Supply wächst und wächst. Die Basis produziert fröhlich, fleißig weiter Roaches. Und die Queen setzt den ersten Kill-Tumor. Weitere Salad wird hier gesniped. Und somit geht's jetzt hier erstmal auf die Stalker. Es sind hier drei Ravager am Start. Ein vierter kommt mal dazu. Hier wird die Wall gebaut aus Schildbatterien. Aber die waren direkt gecancelt. Eine Schildbatterie ist jetzt hier fertig. Und die Protoss Army versucht jetzt hier zu fighten. Weiteres Reinforcement kommt gleich aus den Gateways. Aber das Protoss Army Supply hat bereits stark gelitten. Trotzdem, Salad wird hier aufgeladen. Mit der Schildbatterie ist jetzt hier mal kurz dran. Ein Ravager ist schon gut low. Eine Roaches ist nochmal angegangen. Aber eben das Problem ist an den Roaches, die können sie immer wieder zu Ravager transformieren. Und dann haben die wieder volle Gesundheit. Und das, den Flux, das hat der Protoss unter nicht. Der Protoss muss mit den paar Einheiten fighten, die er momentan hat. Zwei Stalker kommen da nochmal nach. Schildbatterie Nummer 2 und 3 sind gleich online. Jetzt hier ist mal die eine Roach gestorben. Ravager leben noch. Salad ist down. Dritte Stalker kommt mit dazu. Queen ist hier mit dabei. Creep soll hoch auf den Highground gebracht werden und wird aber nochmal gecancelt. Creep auf dem Highground wäre sehr wichtig für Scarlet. Das gibt dauerhafte Vision und eben auch den Speed-Bonus. Weitere Pylon kommt hier mit dazu, Schildbatterien, drei Stück am Start, Stalker mehr und mehr. Und Scarlet kommt nur nicht so wirklich durch, aber eben Protoss hat auch große Probleme hier, das zu halten. Muss hier sehr vorsichtig mit seinen Stalkern umgehen. Setzt ein paar Shots hier auf die Hedge, aber der Push ist noch lange nicht vorbei. Man sieht, das Zerg Army Supply wächst und wächst, 27 zu 12 hier momentan. Im Worker Count ist der Protoss vorne um drei Probes, aber eben beide auf One Base, heißt nicht wirklich was groß Spannendes, dieser Vorteil. Und es soll weitere Schildbatterien mit dazu kommen, einfach um hier die Front zu halten im Fall eines direkten Engagements, damit man eben den defensiven Standpunkt hat, jetzt hier mit dem Overlord ein bisschen die Highground Vision. Die ist nicht ganz optimal, der Overlord hier, er sieht und Ecken davon, aber eben nicht alles und da wird jetzt hier hochmarschiert. Der Creep soll natürlich auch noch wieder hochgebracht werden. Jetzt hier das erste Engagement, weitere Schildbatterien muss gecancelt werden. Es sind hier die Stalker gegen die Ravager, das ist ein direkter Fight, ein paar Roaches sind dazwischen ein bisschen drin, aber die Ravager blocken die gerade hauptsächlich weg. Und somit Protoss, er pumpt fleißig weiter. Stalker hat jetzt hier eine Sentry, die natürlich diese Rampe forcefielden kann. Drum geht eben Scarlet jetzt hier außen herum. Und da geht's weiter drauf hier, aber die Stalker werden schon aufgeladen. Schildbatterie ist im Einsatz. Eine Stalker ist jetzt ziemlich low, aber auch der wird hier von den Batterien am Leben gehalten. Es regnet Corrosive Bice, packen muss hier ausreichen, macht er bisher auch gut. Ravages sind ein bisschen angeschlagen. Stalker hier werden wieder aufgeladen. Da kommt weitere Schildbatterien hier mit dazu. Es ist wirklich ein enger Kampf zwischen den beiden. Ein Fehltritt könnt ihr sofort den Fight verlieren und eben damit auch die Map verlieren. Und in dem Fall Scarlet ist 1-0 vorne, heißt, sie könnte sich die Niederlage eher erlauben. Puck hier hingegen, der muss das hier irgendwie halten. Bisher macht er das auch ganz ordentlich, hat nicht wirklich große Einheiten verloren hier, sondern er hält seine Stalker am Leben, sammelt damit einen größeren Stalkerball. Es kommt hier noch Warpgate mit dazu und der Nexus wurde ja auch schon angefangen. Deswegen Puck fühlt sich hier safe genug, damit er hier nach und nach expandieren kann. Weitere Schildbatterien, weitere Pylons hier. Weitere Stalker kommen auch mit aufs Feld. Und jetzt hier nochmal Engagement. Die Ravager versuchen die Stalker jetzt rauszukriegen. Roaches gehen mit nach vorne. Es regnet Cross of Ice. Cancelt hier einmal die Schildbatterie.
Und somit geht's einfach weiter. Die Roaches werden wieder zu Ravage und Stalker. Wir versuchen zu fighten, kriegen hier mal einen Ravage gesniped. Aber laufen die einmal in den Corrosive Pile. Da fällt auch ein Stalker. Nächster Ravager ist ziemlich laut. Wird eigentlich confused hier im letzten Augenblick. Jetzt hier nochmal der Nachfokus. Damit, der ist auch down. Jetzt hier, Forces werden gesetzt. Ein Ravager ist hier weit vorne, kann gesniped werden. Die Sentry steht hier ein bisschen bei den Roaches. Aber die Stalker werden jetzt hier in die Enge gedrängt. Und jetzt kommen die Corrosive Piles mit runter. Die Stalker versuchen zu fighten, snipen nochmal den Ravager. Es ist immer noch ein knapper Fight. Queens werden gesniped, hast kein Transuse mehr. Weitere Ravager wird hier gefokust, weitere Ravager wird hier down gehen. Aber auch ein Stalker fällt hier dafür aus den Latschen. Der Protoss fightet gerade nicht direkt in seinen Schildbatterien, muss sich hier ein bisschen zurückziehen. Ja, da regnet es jetzt wieder Corrosive Piles auf alles an Gebäuden. Schildbatterien hier sind ziemlich low schon in der Energie. Aber die Stalker fighten noch immer. Ravager werden nochmal gesniped. Die Scarlet baut hier gerade überhaupt nichts. Hat 600 Mineralien hier auf der Bank, aber baut gerade keine Hörnitz. Jetzt hier gibt es neue Roaches. Findet Minerals auch auf der Bank hier für Scarlet, die könnten auch noch besser eingesetzt werden. Es gab keine Injects an dieser Hatchery, heißt keine weiteren Larven hier zur Verfügung. Und die Stalker fighten immer noch wie wild. Corrosive Piles kommen nochmal runter. Die Ravager pushen jetzt hier wieder nach vorne mit der Queen. Versuchen die Stalker zu snipen. Stalker sind auch ziemlich laut. Die Energie der Schildbatterien ist beinahe aufgebraucht. Man sieht hier alles low. Einzige die Batterie hinten hat noch Energie übrig. Weitere Roaches kommen dazu. Die Stalker jetzt hier stehen an der Wand, kommen nicht wirklich weg. Die Wall ist dicht. Und somit Protoss versucht sie irgendwie durch zu manövrieren. Kriegt eigentlich jetzt einige Corrosive Piles ab. Stalker sind ziemlich low. Schildbatterien sind leer. Und das ist jetzt ein großes Problem hier für Puck. Er kann jetzt hier nicht weiter fighten, weil seine Schildbatterien einfach out of energy sind und somit die Ravager pushen die Stalker weg. Da kommt der Recall, aber da wird nochmal ein Stalker dafür gesniped und jetzt hier geht es einfach auf diese Konstruktion an Schildbatterien und Pylons hier vor der Basis und mit den Ravagern kann man ziemlich schnell die Gebäude snipen. Stalker versuchen hier den Pylon aufzumachen, damit man hier wieder rauskommt. Warpgate ist jetzt hier online, aber eben, da wird der Protoss einiges an Gebäuden, einiges an wichtigen Gebäuden hier auch. Schildbatterien sind jetzt hier offline. Nur noch eine Schildbatterie, die hier zur Verfügung steht und die sammelt erst gerade wieder so nach und nach Energie. Somit Scarlet hat gerade nochmal einen richtig guten Wind sich hier geholt in diesem Engagement und baut jetzt auch eine weitere Hedge. Heißt, es kommt natürlich noch zwischen weitere Economy. Protoss hat eine Natural, zieht jetzt hier auch Probes tatsächlich. Also Puck jetzt hier im Verzweiflungsmodus versucht jetzt einfach irgendwie diese Army zu crushen. Möchte diese Army crushen, aber da kommt jetzt auch gleich mehr und mehr von Scarlet. Die Natural meint nicht wirklich, die Mainbase wird inzwischen weniger, ist nur die Hälfte der Mineral Fields vorhanden. Und somit immer noch eine knappe Geschichte. Auch Scarlet muss hier bald umdisponieren, denn die Mineral Fields halten da nicht mehr so lange. Aber die Army hier mit dem Creep ist fröhlich fleißig unterwegs vor der Natural. Und sieht, dass Scarlets Vision hier ist schon ziemlich gut. Und Protoss hat einfach nicht die Ressourcen, um sich hier kurz eine Robo und einen Observer zu leisten. Die Rocks hier drüben werden nach und nach geöffnet. Und es ist eine weitere Queen, zwei weitere Queens eigentlich mit dabei, die momentan hauptsächlich Energie sammeln. Weitere Ravager kommen dazu, weitere Dinge werden jetzt hier mehr und mehr mit reingebaut. Damit Probes werden wieder gezogen hier. Für Puck. Er meint jetzt einfach nur auf den letzten Resten seiner Mainbase. Jetzt werden die Props an die Netzwerke geschickt, auch mal zu meinen. Weitere Sentry kommt hier mit dazu. Protoss Army ist hier nicht sicher, wo sie hier sich hinbewegen soll. Mal kurz wieder zu der Hedge geschaut. Die Zerg Army ist doppelt so stark fast wie die von Protoss. Die Ravagers sind immer noch sehr gefährlich. Linge mit drin. Speed Upgrade für die Linge. Und jetzt auch mit der zusätzlichen Hedge hat eben Scarlet auch nochmal mehr Production. Heißt, da kommt nochmal mehr aus den Hedges raus. Speed ist jetzt hiermit fertig. Und jetzt geht's aber wieder drauf mit den Speedlinge. Sentries sind da. Da kommen gute Force Fields, aber nicht ganz dicht. Da laufen die Ravagers einfach durch. Probes werden gezogen. Aber komm, wir waren es nicht spät für das Engagement. Protoss Army kriegt Corrosive Vice ab. Die Probes werden jetzt hier vernichtet. Und Protoss Army wird hier nach und nach ausradiert. Das wird's gewesen sein hier verpackt. Er hat nichts um sich dem Rush hier entgegenzustellen und Scarlet mit dem Proxy Hedge und einfach der dauerhaften Belagerung von Protoss macht es hier mit einem 2:0 gegen Puck, dass sich das so lange ziehen kann hier der Push, weil keiner der beiden sich traut direkt zu engagen. Die Schildbatterien waren ja an sich ein guter Plan, hat auch lange funktioniert, das wurde einfach als die Energie weg war, da hat Protoss ziemlich viel verloren, dann war eben seine Basis nicht offen, somit musste er erst wieder den Pylon rausbomben, dass er wieder rauskam und ab da Scarlet hat einfach die bessere Economy-Situation, zudem das Ziehen von den Probes von Puck. Er wollte die zwar mitnehmen für den Fight, aber hat eben dadurch auch einiges an Mining-Time an dieser Basisfront. Hätte vielleicht mit einem dritten Gateway, das er hätte versorgen können, oder ein viertes Gateway, drittes Gateway steht nicht hier in der Mainbase, wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Aber somit Scarlet macht sie mit dem 2:0. Schickes ZVP in der zweiten Map. Das ist ein Replicast 710. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.